Yo Leute, willkommen zurück bei Resident Evil Revelations. So, Chris ist noch hier und hat Angst vor mir, weil er denkt, ich schieße auf ihn. Und wir sollen jetzt hier den Virus unschädlich machen. Und lass mich raten, gleich kommt der Riesenschrimp angewuselt, wenn ich hier das Passwort eingeben will. Das Passwort lautet übrigens Hase. Initiating Virus Neutralization Program. Wo ist der Schrimp? Well done, BSAA. Your activities have been eye-opening. Morgan Lansdale. I knew O'Brien and his dog Raymond were sniffing around my business. I didn't account for your involvement, however. That was my only mistake. So it was you. You attacked Terra Grigia. Jill, look out! Ah. It looks like my mistakes dropped you down. You are so for the Queen Zenobia. It's taking some moves. So, ich soll den Bericht sichern. Wie mache ich denn das? Welchen Bericht vor allem? Ah, das ist so ein Typ, der schießen will. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Oh, da hinten ist auch einer. Oh, Moment, und hier ist ja auch einer. Den boxe ich aber hier, dort. Der wird Oh. Ey, ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, Grants, geh doch in Nahkampf gegen die. Die können sich nicht wehren. Ja, denkste Püppchen, ey. Der hat mir gerade voll auf die Fresse gegeben. Ihr seid ja mehr Abonnenten. Anlügen tut ihr mich. Wieso hasst ihr mich so? Ich hab doch nichts getan. So, aber der hat mir was getan. Der beleidigt nämlich meine Augen mit seinem Aussehen. So, der weiße Hai hier muss wieder sterben. Ja, da kommt noch ein weißer Hai. What the fuck? Es regnet weiße Haie. Da, 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 da. Ah, Mann. Ja, nimm deine Deckung hoch. Besser ist es. Oh, da will den Sturmangriff machen. Und ich sollte mich mal lieber schnell aufheilen. Das tat nämlich doch ein bisschen weh. So, das nehmen wir schnell mit. Zur Not nehmen wir halt wieder gleich die Shotgun, oder? Meine lieben Freunde. So, da ist er. Okay, den ersten haben wir. Ah, ist neben mir noch einer? Yo, moin. Was geht oder geht nix? Alter Vater, du. So, Moment. Ja, tut mir leid, Chris. Aber man muss auch mal so ein bisschen... Boah, ey. Man muss halt auch manchmal so ein bisschen kleine Opfer bringen. In der Schlacht hier gegen den. So, den würde ich gerne mal einscannen, schnell. Oh, 19% nur. Oh, den kann ich öfter scannen. Der ist so richtig like-geil, ne? Okay, jetzt habe ich aber wieder fast gar keine Schüsse mehr für die MG, dann werde ich jetzt doch nochmal die Shotgun gleich zu Rate ziehen. Zack. Wow, what the hell. So, und der kriegt jetzt auch nochmal einen mit. Und dann kann Chris auch mal ein bisschen was tun, obwohl kann ich den Slimo-Man jetzt hier auch noch scannen? Nö. Okay, dann nicht. Wo ist meine Pistole? So. Ja, die, dafür reicht's. Dafür reicht's. Nein, jetzt labert der Typ weiter. Gibt's doch nicht. Virus neutralization complete. Oh, schon fertig. I should have expected as much from the duo who brought down Umbrella. However, your days of playing cops and robbers are over. Warum? Weil jetzt der Shrimp angreift. I do hope you understand the gravity of my making a personal appearance. I have a great weakness. I am fearful of things. Even little things, and must clean up every last imperfection. The BSAA, my dear Director O'Brien, your whole organization, you cause nothing but trouble. Surely you didn't expect me to just let you snoop around unbridled. Don't kid yourselves. Have a look. Your destiny is in my hands. What the... Queen Zenobia. Na, hoffen wir mal, dass er auch das falsche Schiff in Visier hat. Episode 9 findet damit allerdings auch ein Ende, liebe Leute. So, mal schon 98% Präzision, ja. Scheiß die Wand an, ey.
So. Ja, es gibt trotzdem nur ein A, weil wir einmal gestorben sind. Schade, Schokolade. Und ja, insgesamt hat es ja auch für ein A gereicht. Schließen die Episode ab. Wir haben den neuen Raubzugmodus damit auch freigeschaltet, weil wir cool sind. Inhalt wird gespeichert. Speichern beendet. So, sehr gut. Wir machen einfach direkt weiter, oder? Mit der 10. Episode. Es gibt nochmal wieder gleich so eine kurze Zusammenfassung. Previously on Resident Evil Revelations. Resident Evil Revelations. Director O'Brien, I think I put it all together. It was all smoke and mirrors, orchestrated by yourself. We'll have to speed things up. Damn it. It's all a setup. What do you mean? You pretty much got it. I'm glad I'm not paying you for nothing. I'll try to find a way to delay the sink. Roger that. We'll take care of the virus. Well done, PSAA. Your activities have been eye-opening. Morgan Lansdale. Hey, quick! You want to die with your machines, idiot? Hold up! I'm on! Your destiny is in my hands. Ja, herzlich willkommen in Episode 10, Verworrene Netze. Was hat der O'Brien eigentlich jetzt noch damit zu tun? Check ich gerade nicht so ganz. Hängt er auch mit in der Sache drin, oder? So, Casino. Ah, jetzt. He never got the hint. What a drag. Maybe he's already taken, Jessica. Yeah, sure. Can we get started already? Sure. We've been through hell before. It's nothing new for us. Yeah, just like old times. The good old FBC. Tja, Jessica ist nicht so begeistert, dass sie sich jetzt mit uns hier abgeben muss. Raymond. Tja. Hoffen wir mal, dass sein Tod nicht... Oh, der, lebt er denn noch? Mutiert er etwa noch, ey. Ich sehe es schon kommen. So, wir spielen mal wieder mit Parker. Parker. Get to the bridge. Activate the bulwarks. And pray the ship stops sinking. Now that the power's back, we should be able to access the maintenance system. Okay. We should split up then. There's something I need to check on first. Okay, fine. I'll see you on the bridge. Okay, wir sollen die Brücke aufsuchen und ihr kennt mich. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich dahin komme. Ich würde aber gerne mal eben an so eine Waffenkiste rangehen, um mal eben zu schauen, ob ich hier mit ihm meine Waffen so ein bisschen optimieren kann. Hier oben war doch eine Waffenkiste, oder bin ich jetzt schon wieder total verwirrt? Oh Mann, ich weiß es nicht. Ne, hier war keine Waffenkiste offensichtlich. F3? Nein, das war auch falsch. F4. So, zur Brücke. Die Brücke ist doch da hinten. Das heißt, ich muss in die Cafeteria. Und dann durch die Cafeteria da, bla bla bla. Okay, dann weiß ich es ungefähr. Die Cafeteria ist allerdings unten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Nee, hier nicht rein. Ach, du heilige Scheiße. Ach, hier ist die Waffenkiste. Ja, will er aber nicht machen. Okay, vielleicht kann man das auch nur mit Jill machen, ich weiß es nicht. Ey, Jessica. What? What's wrong? You trying to ask me on a date? Nein, eigentlich nicht. Dann geh du mal deinen Weg, ich gehe dann zur Promenade. Nee, das ist doch jetzt schon wieder total falsch, oder? Jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder total falsch. Ich bin zu blöd. Was liegt denn hier noch? Mysteriöses Journal. Er handelt endlich. Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wie lange ich hierauf gewartet habe. Meine Mission ist der Schlüssel zum Erfolg. Sie ist der Grund, warum ich schon so viel aufgegeben habe. Um unwiderlegbare Beweise gegen Morgan zu bekommen, musste ich Veltro wieder zum Leben erwecken. Ich dachte, der Plan sei schlecht, vielleicht sogar gefährlich, als O'Brien ihn mir das erste Mal vorstellte. Aber uns fiel keine funktionierende Alternative ein. Wir haben eine falsche Operationsbasis für Veltro in den Bergen im Norden Europas eingerichtet. Danach brachten wir das Gerücht in Umlauf, dass Veltro es auf die BSAA abgesehen hätte. Als die BSAA ihre Untersuchung begann, brach Morgan in Panik aus. Seine Spione mussten ihn gewarnt haben. Morgan ist sehr vorsichtig und von Natur aus misstrauisch. Ich vermute, dass alles gut verlaufen ist, da wir die Veltro-Neuigkeiten nicht direkt an die FBC gegeben haben. Man muss nur aufpassen, sich nicht im eigenen Geflecht zu verheddern.
Ich konnte die Queen Zenobia kapern, bevor Velto irgendwas tun konnte. Dennoch konnte ich nichts finden, um eine Verbindung zwischen Morgan und seinen illegalen Aktivitäten zu ziehen. Deshalb muss ich bei dieser Mission wohl mehr Eigeninitiative zeigen. Ich muss BSAA-Agenten einbinden, um mich dann vorstellen, damit sie denken, dass Velto doch irgendwie überlebt hat. Einer von Morgans Spionen in der BSAA wird schon versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und dann bekommen wir unsere Chance. Laut O'Briens Bericht haben Morgans Hunde bereits die falsche Basis angegriffen, die wir eingerichtet haben. Die Parameter dieser Mission sind recht ungewiss und deshalb ist auch Anwendung tödlicher Gewalt nicht vom Tisch. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um diese Mission durchzuführen, selbst wenn es mich mein Leben kostet. Okay, habe ich hier das Journal nochmal gefunden? Ja, dann ging's doch hier oben in die Cafeteria. Kannst du mal sehen, wie gut ich mich hier auf dem Schiff inzwischen auskenne. So, da ist Staff Only. Wo ging es denn jetzt hier? Ach du heilige Scheiße, ihr lacht euch wahrscheinlich wieder mal alle einen Ast ab, weil ich irgendwie blöd wie ein Esel und doppelt so hässlich bin. Aber hey, ich gebe mein Bestes. Ihr müsst es glauben. Das ist zwar ziemlich wenig offensichtlich, aber ich gebe wirklich mein Bestes. Und das ist doch alles, was zählt, oder? So, die Tür braucht ja mal ein bisschen länger. Was haben wir eigentlich noch so an Granaten? Nichts, okay, wir haben wirklich nur die Dingensgranaten, diese Impulsdinger da. Oh Mann, ja, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, dass hier so ein Ding noch wieder an der Decke klebt. Ja, und ich weiß nicht, was ich von den Rucklern halten soll. So, jetzt speichert der hier wieder munter. Das gibt's doch nicht. Wieso will das Viech nie mitspielen? Das wundert mich ein bisschen. Oh ja, dafür haben wir die Alte doch nicht schon wieder. Was soll das denn? Alter Vater, was geht denn mit dir? Hast du keine Hobbys? Oh, ist das eine elende... Na Gott. Okay, Glück gehabt, dass ich mich genau in dem Moment geheilt habe, glaube ich. Oh. Alter Vater, ey, was... Wie lange lebt die Alte? Ich habe noch gesagt, ne, wo wir die das letzte Mal angeblich getötet haben. Ich will... Obwohl, wir haben die eigentlich mit einem Raketenwerfer in die Luft gesprengt. Wow, ja, nicht so stürmisch, junge Dame. Ich bin ein ehrenwerter junger Mann. Ich gehe nicht so schnell ran. Außerdem bin ich doch in Jessica verliebt. Oh Gott, wir haben auch kein Heilkraut mehr, Leute. Das sackt mich ehrlich gesagt ein bisschen an. Stirb doch, Alter. Okay, ich glaube, jetzt hat sie uns. Ich glaube, das werden wir nicht überleben. Okay, damit wurde Parker offiziell jetzt hier auch vergewaltigt auf der Queen Zenobia. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen unschön für ihn zumindest. Na gut, wem es gefällt, der kann ja gerne den Daumen nach oben kloppen und auch morgen wieder einschalten. Dann geht es auf jeden Fall hier mit Parker an dieser Stelle weiter. Vielen Dank, dass du dieses Mal dabei warst und ich sage einfach mal, bis morgen. Mach's gut. Ciao.